Hallo, hier spricht Peter Stevens. Wir haben gerade meinen Scrum Masterclass zum Thema Scrum Performance abgeschlossen. Ich habe hier eine von meinen Teilnehmern und ich möchte ihm ein paar Fragen zu dem Kurs. Hallo. Hallo, also zuerst, wie heißt du? Also ich bin Erik von Secker und ich bin Gründer und Head of Product Development von der Dacuda AG. Okay, und was hat dich motiviert, diesen Kurs, also diesen Workshop mit teilzunehmen? Wir haben Scrum-Prozess schon seit 3 Jahren bei uns im Kopf und auch am Machen. Und wir sind in einer kontinuierlichen Entwicklung, wachsen auch kontinuierlich und das gibt immer mehr neue Herausforderungen, die man lösen muss. Mhm. Und wir haben bis jetzt sehr vieles intern gemacht, sehr viel intern diskutiert und entwickelt und der Workshop gab uns die Möglichkeit, mal von extern unsere Arbeit validieren zu lassen und zu schauen, wo wir weiter uns verbessern können. Okay, was waren die Höhepunkte von dem Workshop heute? Der Aufbau war irgendwie so, wir konnten erklären, wie es bei uns läuft und der Höhepunkt war eigentlich, dass wir konkrete Tipps erhalten haben, worauf wir schauen müssen bei uns intern, wenn wir Prozesse verändern. Die konkreten Umsetzungen, wie man das angehen soll, da gab es auch Hinweise, aber letztendlich war die Message, wir müssen es selber lösen, aber dass man es und wie man es selber lösen kann, die Umgebung dazu, das haben wir heute gelernt. Ah, okay, sehr gut. Also für wen würdest du dieses Workshop empfehlen? Also erste Frage, würdest du diesen Workshop für anderen Leute empfehlen? Ich würde das anderen empfehlen, ja. Ja, okay. Und für wen? Also wen siehst du? Vor allem für Leute, die schon in einer Scrum-Umgebung arbeiten. Also wenn man voll Newbie ist, würde ich das nicht empfehlen. Wenn man schon ein Team hat oder in einem Team arbeitet, wo Scrum verwendet wird, dann würde ich es denen empfehlen, um den eigenen Prozess zu verbessern und den Teamspeed zu erhöhen. Also wenn man Scrum schon kennt, dann ist ein guter Workshop dazu. Okay, also ja. Herzlichen Dank für die Empfehlung. Ja, vielen Dank. Tschüss.